Pixel Junks Folge 4. Wir, ja, die Minenarbeiter schreien nach SOS. Feuerflüsse. Ab zu den Feuerflüssen. Und wer könnte die Minenarbeiter besser retten wie der Reflex? Und schon geht's los. Ja, so, ein paar Diamantchen sammeln. Ein bisschen Wasser haben wir hier. Und das füllt sich aber relativ schnell, muss ich jetzt mal sagen. Erstmal die Männchen retten, das ist erstmal wichtig. Damit die nicht hier sterben. Okay, das Wasser geht da flöten. Ob das einen Sinn hat? Okay, da haben wir schon mal alle. Anscheinend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Da ist noch ein Diamant. Den nehmen wir noch mit. Aber da oben möchte ich noch mal rein. Sehr schön. Sieht mir förmlich danach aus, als ob hier noch was wäre. Ja, da ist noch ein Diamant. Sehr schön. 3 von 3. Wo war nochmal der Ausgang? Ach, da. Wunderbar. 3 von 3 Diamanten. Erste Mal. Awesome. Cool. Weiter geht's im Text. So. Ah, okay. Man nimmt das... Man nimmt auch das Schutzschild mit ins nächste Level, was man vorher aufgesammelt hat. Er hat ein Fähnchen. Ja, Yoshida. Vielen, vielen Dank. Wir sind hier unten... wir sind hier runtergekommen, weil unsere Sensoren auf diesem Planeten schon lange enorme Energiemessungen aufgespürt haben. Wir wollten diese Energiequellen finden und erforschen. Wir fanden dabei Zeichen einer Ultrazivilisation und dachten, wir finden Überreste ihrer Existenz und nicht solche schreckliche Kreatur. Okay. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Wow. Da liegt ein Diamant. Hier müssen wir rein, da müssen wir die Männchen sammeln. Hier wird wahrscheinlich auch wieder ein Diamant oder sowas drunter sein, oder? Nee, doch nicht. Aber da schießt jemand auf mich. So, haha. Oh. Gar nicht gut. Kühlen wir uns mal schnell ab. Und ab durch die Lava. Das soll es gewesen sein. Ja. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Nein. Aber da unten war, glaube ich, noch jemand, ne? Den wir retten müssen. Ja, wieso? Wie kommen wir denn an dem dran? Oh Gott. Ja, da müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht habe ich schon vorab einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich eine ganz starke Vermutung, dass ich einen Fehler begangen habe. Ich komme hier oben nicht durch. Was ist das denn? So eine starke Strömung. Kein Bonuslevel da oben? Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt... Ah, das hätte ich wahrscheinlich taktisch klug machen müssen, dass ich das verschmelze mit der... Oder vielleicht läuft es ja hier rüber. Man weiß es nicht. Ah, nee, hier. Hier ist noch Wasser. Jawoll, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir? Wunderbar. Aber wir haben immer noch nicht die ganzen Collectibles gefunden. Uah, nicht runterdrücken lassen. Okay, kein Diamant. Das ist natürlich nicht schön. Ich dachte, wir finden hier vielleicht noch irgendwo so einen versteckten Diamanten, aber sieht nicht danach aus. Ne, hier unten ist auch nichts. Naja.
Ab ins nächste Level. Mit Vollgas. Oh Gott. Ja, euch rette ich erstmal. Das ist ja wohl viel, viel wichtiger. Okay. Da sprudelt nur sowas von die Lava. Uah! Spawnen die da einfach mal da oben. Okay. Hilfe, Hilfe. Ja, ich bin sofort da, Kumpel. Kann ich erstmal auffüllen lassen, ne? Oder? Wie war das nochmal? Ah ne, das waren die anderen Sachen. Yay! Yay! Wow, aber ganz schnell. Da ist noch ein Diamant. Den wir schleunigst mitnehmen und hier ganz schnell verschwinden, denn es wird ganz schön heiß hier gerade. Ja, ganz schön. Hot, hot summer. Hot, hot summer. Oh ja, es wird ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Naja, aber würde nicht Reflex heißen, wenn ich dieses Level nicht auch bestehe. Natürlich ohne viel Diamanten zu sammeln. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich gar nicht so großartig drauf, obwohl es eigentlich ja das Wichtigste an dem ganzen, an der ganzen Show ist, weil sonst schaltet man ja anscheinend das Hauptlevel nicht frei, weil mir bleibt da nicht mehr viel übrig. Wow. Hallo, nimm auf. Ach, hab ich schon, deswegen. Ach so, okay. Ah, hier unten ist noch ein Diamanten. Ja, okay. Wow, wow, wow. Oh, das ist nicht gut. Da habe ich mir, glaube ich, jetzt selber eine Falle gebaut. Ah. Ja, sonst wird man nämlich gar nicht da durchkommen. Naja. Das hätten wir auch geschafft. So wie ich schon gesagt habe, immer kniffliger wird das Ganze. Nein, nein, nein! Oh, fuck! So schnell konnte ich den gar nicht retten. Wie der da mir von dann gezogen ist. Ja, der füllt sich jetzt erstmal auf. Das ist gut. So. Oh, der füllt sich immer mehr mit was auf. Nicht, dass der gleich irgendwann platzt. Ui. Nehmen wir den mal mit. Oder ganz schön schwer. Ich könnte auch gut als Helikopterpilot arbeiten. Und dann so Brände löschen. Das wäre, glaube ich, richtig was für mich. War richtig was für mich, so Brände löschen und so im Helikopter. War richtig mein Ding wäre das. So, das hätten wir, glaube ich. Da liegt ein Diamant. Also verstecken sich die Diamanten. Die Diamanten auch unter den Lava Abschnitten, so wie man sieht. Also nicht nur unter Wasser oder unter Geröll. Ich bin gespannt, wo uns das Spiel noch so hinzieht. Was für eine Materie, was da vielleicht noch kommen könnte. Lass mich da echt mal überraschen. Ich bin da echt mal gespannt drauf. Ja! Geschafft. Wunderbar. Level erledigt. Das ging ja schnell. Oh, schneller wie vorher. Ja, 8 Minuten 40 haben wir nur gebraucht für dieses Level. Wahnsinn, ist ja unglaublich. So.
Ja, 9 von 15. Da gibt es insgesamt 15. Aber da haben wir 1 von 6, 4 von 17 und 6 von 15 Diamanten. Müssen wir natürlich dieses Level jetzt freischalten. Heißt es jetzt erstmal, müssen wir erstmal Diamanten sammeln. Das heißt, wir werden dann nochmal in Level 1 gehen, sodass wir da nochmal, ja, vernünftig nochmal alles absuchen, um dann halt da in diesem Level weiterzukommen, weil sonst bringt uns das ja nichts, weil wir haben jetzt die ersten vier, sind ja vier Stück, ne? Zwei, drei, vier. Genau, abgeschlossen und dann kommen wir halt hier in diesen Bereich rein. Ja, ich würde sagen, machen wir das erste Level in der neuen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid beim nächsten Mal und ja, macht's gut. Ciao.